Hallöchen, meine kleinen Windbeutelchen. Wir gehen heute in diese Wunder. Wo ist die Höhle hin? Ach, die Höhle wird einem nicht mehr angezeigt, wenn man direkt davor steht. Kann das? Ja. Okay. Höhle des verlorenen Messers. Wir hatten da wieder sein Messer liegen lassen. Wenn die Stadt rausbekommen, oder? Der kriegt. Was war das? Waren wir das? Ich habe nicht aufgepasst. Ein Bach in der Höhle. Oh oh. Sind doch Feinde, oder? Immer schön töten. So. Was gibt's hier? Ah, nichts, was ich will. Gib mir mal die Heilung hier ran oder was? Wo ist denn der verbrannte Lulatsch? Der liegt hier noch rum. So, einmal Gold. Kerkerschlüssel brauche ich eigentlich auch nicht. Ich knack lieber. Eisenpfeile brauche ich nicht mitnehmen. Die waren beim Händler nichts wert. Was habt ihr hier? Gebt mir alles, was vom Wert ist. Ach so, wo wir gerade vom Wert sprechen. Komm mal her. Weil jetzt, wo du wieder da bist, könnte ich dir mal ein bisschen was von meinem Scheiß aufzwingen. Als ob ich so viel Eisen mitgeschleppt habe. Kann es sein, dass ich schmieden wollte und es einfach nicht getan habe? Ich meine, so schlimm ist das jetzt nicht. Wir geben dem einfach alles Mögliche. Ey. Ach, was soll's. Der hat erstmal genug gekriegt. Voran. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da hinten habe ich doch schon wieder was sich bewegen sehen. Ruhe, Katze, und lass dich streicheln. Gib's mir. Los, level mein Blocken. Level es. Komm schon, gib's mir. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Komm schon! Wir sind verloren. Erledigt like a lord. Was hast du? Orkische Pfeile, Gold, Stahlpfeile. Bestimmt von meinem Kumpel hier hinten. Und der andere müsste hier vorne noch liegen. Ach, das war ein Eisenpfeil. Ach, was soll's. Dietrich und Gold. Nein, ist das Holt. Jetzt, wo wir wieder Platz haben, aber die haben nicht unbedingt so die wertvollen Rüstungen. Von wo? Ist der unten im Wasser oder wo ist der? Ach, was weiß ich denn. Was haben wir denn hier? Zweihändig verbessert auf 17. Naja, was soll's, das ist was wert, nehmen wir mal mit. Stahlpfeil! Weißt du, wo wir lang müssen, Kollege? Oh, gefunden. Ha, so macht man das. Gute Nacht. Ach komm, gib mal her, das Ding. Was ist das denn? Ach, die haben ihre eigenen Fallen ausgelöst, oder was? Die hält. Oh, Entschuldigung.
Oh, da kommt noch einer. Hä, da ist gar keiner gelaufen, das war ein Stein. Auch nicht schlecht. Ach, was soll's, gib mal her. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Dann nehmen wir mal ein, zwei Rüstungen mit. Oh Gott, sind die schlau, haben die sich hier ernsthaft... Ach, Mensch. Wir sagen dazu einfach Janisch, würde ich sagen. Es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, dass die Bläde sind. Was? Was? Deine Hose ist nass. Ha! Lassen wir die Spielchen. Ich mache Hackfleisch aus euch. Ja! Ja! Gold beschlagen. So, hier drüben ist eine Sackgasse, aber vielleicht hat er hier einen Tisch oder sowas. Ne, hier ist keine Sackgasse, hier geht's weiter. Ich weiß nur nicht, wohin genau. Fuß mit mir! Los, los! Weiter! Genug von euch! Nein, 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 nein! Ich bin nicht ausgerastet, ich bin überhaupt nicht ausgerastet. Mann, ich hasse das. Aber richtig hasse ich das. Scheiße, Mann, jetzt dürfen wir durch diese Pisstunnel nochmal durch. Was ne Scheiße da hinten, Alter, du Affe, kriegst als Erster eine ran hier, da hast du. Werd doch glücklich damit hier, bitte. Ja. Genug, genug! Lassen wir sie spielen. Brenn! Brenn, sag ich! Wieso brennst du dich? Okay. Und du kommst jetzt her und diesmal brichst du das Menü bitte nicht ab, ja? Was soll ich nehmen? Weil ich habe tatsächlich eine ganze Menge, die ich dir gern geben würde. Den ganzen Mist hier zum Beispiel. Den ganzen Mist sowieso. Das erst recht. Habe ich hier noch Mist, den keiner will? Wie sieht's mit Waffen aus? Ja, das sind alles so Zauberwaffen. Die können wir ruhig erstmal behalten. Wo haben wir denn den anderen umgeknüppelt jetzt? Meine Fresse. Ist so dunkel hier, da sieht man doch nichts. Aber das war doch, glaube ich, hier. Ach, drauf geschissen. Der hat eh nichts Wertvolles für uns dabei. So. Wir haben hier schon genug Ärger am Hals. Gib mir den Wein, den nehme ich wieder mit. Und die Tränke sowieso. Was bist du denn? Ein Gerbergestell. Gib mir diesen Bogen. Okay, hier müssen wir aufpassen. Meine Güte. Schau sich das mal einer an. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Oh, verdammt, der haut drauf. Oh, schlo. So, Orkig, Gold, Fell und Stahl. Zum Mittag gibt's bei mir heute Aal. Na, meine kleine Katze. Ich muss mal eben heilen. Dann, au, au, au. Als ob mich von da unten irgendwo was angeschossen hat. Also irgendwann finde ich das auch nicht mehr lustig. Ach, guck mal, ist schon voll. Es muss hinterm Wasserfall irgendwo sein. Was? Lassen wir die Spielchen. Und, hält euch das!
Erledigt. Dietrich und Gold, beschlagene Rüstung. Das Heer, obwohl ich es nicht brauche. Und das nehme ich wieder mit. Und weiter geht die Hechtsuppe. Oh, jetzt ist das Problem, dass die Hengste diesmal ihre eigene Falle nicht ausgelöst haben. Ach, das kommt aber noch. Hier ist schon der rote Punkt. Zeig dich. Was war das? Das tat weh, hä? Noch wer? Oh ja, noch wer. Die eigene Falle hat ihn doch noch erledigt, du. Mein lieber Freund, gib das her, aber zack hier. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir dir das alles überlassen? Banditenstück. Gold, beschlagen, Stahl. Aber der hier war ein richtig sauberer Abschuss, sage ich euch. Der war ein richtig sauberer Abschuss. So, jetzt ist die Frage, da sind wir ja schon mal lang gegangen, aber wo würde es hier noch hingehen? Hier sind halt auch noch Tunnel und sowas, ne? Ich weiß nicht. Gehen wir doch erstmal wieder da hinten lang. Da müssen wir aber aufpassen. Da ist ja dann wieder der Typ unterwegs, der uns schon mal hier so böse umgehauen hat. Da müssen wir diesmal ein bisschen besser aufpassen. Nochmal will ich das nicht. Ist da jemand? Hau drauf! Ich reiße euch das Herz auf. Du machst das! Du hast das gemacht, sehr gut! Oh, der hätte mich fast schon wieder... Tut das nicht weh im Rücken? Naja! So! Gefahr erfolgreich überstanden, auch wenn es schon wieder ein bisschen brenzlig geworden ist, wie ich zugeben muss. Aber... Unser Elfenkollege hat uns hier ja mal so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Gibt das sofort her. Oh, ein Rubin. Ich mag Rubine. Die sind so schön rot. Beirut. So, das war also eine Sackgasse auf gut Deutsch. Dann gehen wir oben rum. Und suchen uns da dusselig und dumm. Ziel verstecktes verlorenen Messers. Ach, hier gibt es noch eine zweite Etage. Na gut, wenn er meint. Oh. Das gefällt mir nicht. Ach, ja, als würde der Boss wieder loslegen. Wieso? Was macht er denn schon wieder? Wieder mal eine seiner besoffenen Schimpftiraden. Nur, dass er dieses Mal jeden zu einem Duell drüben im Loch herausfordert. Wir haben ihn jetzt da drin eingesperrt, aber er fordert immer noch jeden heraus, der ihn schief anschaut. Irgendjemand sollte diese Katze freilassen. Dann wäre bestimmt bald Ruhe. Hey, sag das nicht so laut. Ihr wollt nicht, dass er das hört. Was war das? Oh shit! Oh, seid ihr hängen gebliebene Kreaturen? Oh shit, shit! Ja, mach Magie an jetzt. Der haut mich tot, Mann. Danke. In Deckung gehen, in Deckung gehen, in Deckung gehen. Ah gut, sie haben aufgegeben. Alles gut. Meine Herren. Gib mich mal Lebensenergie. Oh, ich habe kein Dingens mehr. Aber Wiederherstellung ist wenigstens so ein bisschen
verbessert. So, dann gucken wir uns doch jetzt mal hier in der Kneipe oben, in der improvisierten. Schwafelt wieder einer drüber rum, wie toll das doch ist, wenn man Dieb ist. Das kann ich selber nachvollziehen, ich bin auch ein kleiner Taschendieb. Ich muss nur viel lernen, aber hey. Den Wein nehme ich immer gerne mit. Der wiegt nicht so viel, aber ein paar kleine Münzen ist der wert. Gibt zwar Besseres, aber mein Gott. Die Eisenpfeile brauche ich jetzt nicht. Gegrillter Lauch. Das ist, wenn man mir Feuer unterm Hintern macht. Gegrillter Lauch. Ha, 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 ha. Oh, hier geht's nach oben. Oh, was haben wir denn da? Gibt doch Scher. Dietrich Gold und Asselenstein. Okay. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Was? Oh! Nur ein Kratzer. Oh, Schloch. Der wollte mich hauen. Wieso kann ich den nicht plündern? Ah, jetzt. Als ob ich schon wieder überladen bin. Du da, komm sofort her, ey. Ich schau dich, wenn du nicht herkommst. Ich bin direkt hinter euch. Mir doch egal, wo du bist. Was soll ich nehmen? Die ganzen hässlichen Rüstungen zum Beispiel, die ich mitgenommen habe hier. Hör mal. Viel Spaß damit. Ihr geht vor, ich folge. Immer muss ich vorgehen und ich krieg dann auf die Fresse. Ach, das ist gar keine Truhe, das ist irgendein fellbezogener Mist. Wie Orsinium an die Orks fiel, von mir aus. Wie, ich kenne das Buch schon und krieg deshalb nichts. Alle Schweine, sage ich euch. Was war das? Pfeil im Knie, das war's dann mit dem Überleben als Abenteurer oder was? Goldpelz, Fell. Alles andere will ich jetzt eigentlich erstmal auch nicht. Oh, was haben wir denn hier noch? Hier wurde jemand zerhackstückelt. Von wem denn? Der Anführer fordert da unten immer noch alle raus, oder was? Boah, das sind aber ganz schön viele, hör mal. Wir haben knallhart verkackt. Das reicht wohl nicht, oder? Das war gar nichts. Einen habe ich. Wir haben so hammerhart verkackt gerade. Wir haben so hammerhart verkackt. Butter? Dietrich und Gold, beschlagene Rüstung, Pelz. Aber die wissen gerade nicht, wo ich bin anscheinend. Die wissen gerade nicht, wo ich bin. Oh shit.
Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie kann ich euch helfen? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was standen hier unten denn so elendig viele von denen rum? Oh, aber Gott sei Dank, wir sind in der zweiten Etage. Stimmt, da war ja was. Dadurch haben wir hier wenigstens einen Speicherpunkt gekriegt. Heilige Handgranate, Freunde. Wir machen hier für heute Schluss. Das muss ich jetzt erstmal verdauen, aber das war schon ein geiler Kampf da unten. Schade, dass die Katze uns gekriegt hat. Ich hätte noch einen Powerschlag gebraucht. Da hätte ich den in die Knie gezwungen. Aber so kam leider unser Ende doch überraschend und schnell. Aber was soll's, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.